Mein Thema lautet ja Update-Zitierung, so viel wie möglich, so wenig wie möglich. Naja, gucken wir mal. Ich wollte auch zeigen den Anspruch zwischen Wunschdenken und Wirklichkeit und möchte dann ein bisschen überleiten zu den nächsten Themen. Und ich möchte Ihnen natürlich auch sagen, weil ich immer noch sehr viel mit dem Patienten arbeite, dass ich ein Praktiker bin und auch was verstehe von den Sachen, denen ich erzähle und auch wie wir es machen. Kurz der Interessenskonflikt. Ja, das ist eine viel zitierte Arbeit, 20 Jahre her, die zeigt, wann hat man sich angefangen, Gedanken über Sedierung zu machen. Als das Fach Intensivmedizin groß wurde, kamen viele von uns aus der Anästhesie, aus der operativen Therapie und wir haben gedacht, das, was den Patienten in der Narkose, in der Operation gut tut, Intubation, schmerzhafte Prozeduren, da brauchen wir Analgetika, da brauchen wir Sedierung. Und das hat dazu geführt, dass wir auf der Intensivstation diese Patienten hatten. Wo Petty sagte, die sehen aus wie tot und nur die Monitore sagen uns, dass sie noch leben. Wie ging es weiter? Die aktuelle Leitlinie von 2015 greift Daten auf, die zeigen, dass offensichtlich immer noch sehr viele Patienten bei uns sediert werden und dass immer noch sehr, sehr viele Patienten mit Midazolam oder Propofol sediert werden. Die Leitlinie beruft sich auf Daten aus den Jahren 2007, die wiederum zurückgreifen auf Studien von 2002 und 2006. Und jetzt sieht man, wenn Patienten sediert werden und wenn sie lang sediert werden, vor allem länger als 24 Stunden, 72 Stunden und vor allem, wenn es mal über 72 Stunden hinausgeht, dann werden die meisten Patienten sediert mit langwirksamen Substanzen wie Midazolam, mit aktiven Metaboliten, woraus sie dann sehr, sehr lange und unkontrollierbare Aufwachzeiten ergeben. Dann hat man angefangen zu gucken, was passiert denn, wenn man die Sedierung einmal pro Tag unterbricht. Und dann hat man festgestellt, wenn man das tut, auch hier ging es hauptsächlich um Benzodiazepin-basierte Dosierungen, dann verringert sich der Aufenthalt auf der Intensivstation und die Dauer der mechanischen Beatmung. Und noch ausgeprägter war dieser Effekt, wenn man beides kombiniert hat, wenn man einmal am Tag die Sedierung unterbrochen hat und wenn man den Patienten auch noch eine Möglichkeit gegeben hat, während dieser Zeit spontan zu atmen. Und dann kam ein großer Sprung 2010, um zu sagen, jetzt machen wir überhaupt keine Sedierung mehr, wir machen nur noch eine Analgesie und machen dafür eine sehr, sehr intensive personelle Betreuung des Patienten, nämlich eine 1:1-Pflege und ein sehr ausgeklügeltes analgetisches Management für den Patienten, sodass wir auch Patienten mit extrakorporalen Kreisläufen und Beatmung gut betreuen können, ohne sie zu sedieren. Das ist ja ein sehr, sehr hoher Anspruch. Den kann ich auch nicht gewährleisten. Wir versuchen, bei Patienten mit extrakorporalen Kreisläufen eine 1:1-Betreuung zu gewährleisten in unserem Haus, aber das gelingt, ich sag mal, nur in einem Teil der Fälle. Warum will ich dieses Thema so vertiefen? Weil sich in den letzten Jahren herausgestellt hat, dass wir, wenn wir Patienten weniger sedieren und nicht zu tief sedieren, nicht nur die Beatmungsdauer verringern, nicht nur den Aufenthalt auf der Intensivstation verringern, sondern dass wir tatsächlich auch die Mortalität der Patienten beeinflussen können. Und zwar signifikant. Man sieht hier, wenn Patienten nur leicht sediert werden, im Gegensatz zu tief sedierten Patienten, dass sowohl die ICU-Mortalität als auch die 180-Tage-Mortalität und natürlich auch dann die Hospitalmortalität deutlich geringer war, wenn die Patienten weniger Sedierung erhielten. Das alles sind deutliche Hinweise dafür, dass wir unsere Praxis, sofern wir es noch nicht getan haben, ändern sollten. Hier eine relativ aktuelle Arbeit. Auch hier sieht man, dass eine tiefe Sedierung, vor allem auch in den ersten Stunden nach Aufnahme auf den Intensivstationen, hier ging es um 48 Stunden, deutlich dazu führt, dass die Mortalität ansteigt. Was man aber auch aus der Studie sieht, die unterste Zeile, obwohl man in dieser Studie ein Protokoll implementiert hat, die Patienten eben nach Möglichkeit nicht so tief sedieren, dass trotzdem eine tiefe Sedierung in 30% der Fälle stattgefunden hat. Hier sind die dazugehörigen Überlebenskurven dazu für die Patienten, die tief sediert wurden. Zum einen oben die 60-Tage-Mortalität, die Inhospital-Mortalität und unten die Einjahresüberleben.
Ja, wie messen wir Sedierung? Üblicherweise mit dem RAS-Score. Und da ist es so, wir machen den RAS-Score mehrmals am Tag, mindestens einmal pro Schicht, unterstützt von Ärzten und Pflegekräften. Und was mir da im täglichen Betrieb auffällt, fällt Ihnen vielleicht auch auf, sind immer wieder so Überschneidungen. Was bedeutet das? Das bedeutet das, dass wir das gewünschte Stadium 0 bis minus 1 eigentlich erreichen wollen. Und was sehe ich häufig? Der Patient wird mit Namen angesprochen und gleichzeitig an der Schulter gerüttelt. Und dann wird eingetragen RAS minus 1. Das ist natürlich nicht so gedacht, sondern wir können sich es anschauen. Gedacht ist, erst den Patienten anzusprechen, in der zweiten Stufe mit seinem Namen anzusprechen und erst in der dritten Stufe eine physische Stimulation zu machen. Und das zu implementieren ist nicht so einfach. Das müssen Sie ständig schulen und ständig wiederholen und Ihren Ärzten und Ihren Pflegekräften andauernd beibringen. Erst dann können Sie Sedierung wirklich gut messen. Denn wenn Sie all diese Sachen übersehen, dann gucken Sie in die Kurve und sehen, da steht immer schön minus 1 und Sie sagen, alles toll. Ja, gibt nichts zu ändern. In Wirklichkeit sieht es manchmal ein bisschen anders aus. Was wollen wir denn vermeiden? Die Sterblichkeit bei der tiefen Sedierung ist höher. Warum ist es so? Ich habe hier eine ganze Menge Funktionen aufgeschrieben. Die Atemdepression, hier fragt man Inaktivität, Darmfunktion, ich will nicht alles vorlesen, ihr könnt es alles nachher bekommen. So, was wollen wir also? Wir wollen einen wachen, kooperativen Patient, der unsere Maßnahmen gut toleriert und die Grundlage dafür von allem ist eine ausreichende Analgesie. Und alle anderen Symptome, die wir früher mit Sedierung umfasst haben, wollen wir jetzt aufsplitten in Einzelfaktoren, wenn der Patient delirant ist, wenn er Stress hat, wenn er Angst hat, und wollen diese Faktoren einzeln behandeln. Was bleibt jetzt über? Die tiefe Sedierung, nur noch wenigen speziellen Indikationen bei guter Steuerbarkeit der Sedativa. So unser Wunschdenken. Auch hier steht aber in der Leitlinie, retrospektiv erhalten immer noch 75% unserer Patienten, die beatmet werden, eine Therapie mit sedierenden Substanzen. Sodass wir uns die Frage stellen müssen, haben wir hier eine ordentliche Diskrepanz zwischen unseren Guidelines und der klinischen Praxis? Auch wenn man jetzt modernere Arbeiten anschaut, ich habe hier einfach mal zwei zitiert aus den Jahren 2014 und 2013 aus Kanada und Neuseeland, wo man sieht, dass immer noch über die Hälfte der Patienten auf Intensivstationen, die beatmet werden, mit Benzodiazepin und vorrangig mit Midazolam sediert werden. Ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland ist. Wir haben die Leitlinie jetzt seit 2 Jahren. Wir versuchen danach zu arbeiten. Auch wir bekommen manchmal Patienten zuverlegt, wo wir nach 3 Tagen feststellen, okay, jetzt sollten wir langsam wach werden, obwohl wir uns keine Sedierung mehr erhalten haben. Also scheint noch nicht so ganz die Praxis verlassen zu haben. Warum ist es eigentlich so? Warum ist die Umsetzung in die Praxis so schwierig? Und hier bin ich auf einen sehr schönen Review gestoßen vom letzten Jahr, der uns gut an die Hand gibt als praktischen Leitfaden, wie wir das umsetzen können, dass wir die Patienten eben nicht mehr so tief sedieren müssen. Grundlage allen Handelns ist die Schmerztherapie auf der Intensivstation. Das sollen wir steuern nach Numerical Rating Skala, Behavioral Pain Skala und Pain Observation Tool. Die, denke ich, sind auf jeder Station vorhanden. Wir haben auch da so kleine Kärtchen, die wir jetzt zusätzlich jedem Mitarbeiter in die Tasche stecken wollen, um das weiter voranzutreiben. Und gleich aus dem Review kommt auch praktische Hinweise, wie wir denn welche Probleme mit welchen Substanzen behandeln können. Also Sie können das gerne mal nachlesen, das ist wirklich ein sehr schönes Papier. Und wie machen wir es jetzt? Die Indikation zur Sedierung laut unseren Leitlinien, eines davon soll die Beatmung sein. Die Beatmung soll eine leichte Sedierung sein. Kann eine leichte Sedierung erfordern. Wie machen wir es in der Praxis? In der Praxis ist es so, dass wir häufig unterschätzen, wie anstrengend es für den Patienten ist zu atmen und welche Unterstützung er dabei braucht und welche Sedierung er dabei braucht. Dafür haben wir noch keine guten Tools. Eines ist jetzt verwendet worden, kürzlich, das ist eine sogenannte Borg-Skala, die stammt eigentlich aus dem Leistungssport. Und da haben die Kollegen versucht, mit Hand dieser Skala von den Patienten zu erfahren, wie anstrengend sie ihre Atemarbeit empfinden und danach Sedierung, Respiratoreinstellung und Schmerztherapie anzupassen. Fand ich ganz gut, darum habe ich es mal mitgebracht, wird bei uns aber noch nicht verwendet, muss ich zugeben. Wie machen wir es? Wenn wir beatmen, dann versuchen wir mit einer Mischung aus einem Opiat zur Schmerztherapie und einer
komfortadaptierten Sedierung mit Dexmedetomidin den Patienten so führbar zu machen, dass wir diese Ziele erreichen. Auch dazu gibt es bereits einige Arbeiten, die das ebenfalls versucht haben und auch verschiedene Medikamente miteinander verglichen haben. Das heißt, Ziel war immer der wache Patient, schmerzfrei und dann behandelt mit Propofol, Dexmedetomidin und in einer Arbeit auch noch Benzos, wo man einen deutlichen Vorteil gesehen hat für das Propofol und für das Dexmedetomidin mit nochmal einem weiteren Vorteil, wenn man Dexmedetomidin mit Propofol verglichen hat. Das ist das, was wir uns wünschen, einen ruhigen Patienten, der kooperativ ist und nicht gestresst ist. Und der Paradigmenwechsel ist jetzt, dass wir keinen Sedierungsstopp mehr durchführen, sondern dass wir mehrmals täglich die Sedierung überprüfen und uns dahin titrieren zu unseren Wünschen, zu den Wünschen des Patienten. Damit fällt der tägliche Sedierungsstopp weg. Das zweite ist, großer Punkt nach der Schmerztherapie, ist die patientenzentrierte Behandlung. Das heißt, wir reden mit dem Patienten, wir erklären alle pflegerischen Tätigkeiten, wir versuchen eine zeitliche und räumliche Orientierung zu ermöglichen. Das heißt, diese Intensivbunker, die früher vom Außenlicht abgeschnitten wurden, die sollte es möglicherweise nicht mehr geben. Wir wollen Fixierungen vermeiden, wir wollen Lärm vermeiden, wir wollen Schlafförderung zur Nacht haben, nicht mit Schlaftabletten, sondern mit Ohrenstöpseln, mit Schlafmasken, mit Lichtreduktion und alle diese Dinge. Die lese ich hier sehr schön vor und ich weiß, dass es in der Praxis schwer umzusetzen ist und auch wir haben immer mal wieder die Gaudi und Patienten, die sich beschweren, dass die Ärzte zu laut waren in der Nacht, dass die Pflege zu laut war, dass irgendwas gewesen ist, soll ja nur ein Hinweis sein. Damit möchte ich zum ersten Zusammenfassung meines Vortrags kommen. Was wollen wir also? Was wollen unsere Leitlinien? Wir wollen, dass die Patienten möglichst wach bleiben und dass, wenn immer nötig ist und sie sediert werden müssen, dass wir sie möglichst midazolamfrei behandeln. Wir sehen große Vorteile in dem Gebrauch von Dexmedetomidin, nicht nur wegen der Beatmungsdauer, wir haben auch weniger Delirinzidenzen und bessere kognitive Leistungen nach dem Intensivaufenthalt. Punkt 2. Wir haben aber nach wie vor Patienten, die eine Sedierung benötigen und die auch eine tiefe Sedierung benötigen. Das sind unsere Patienten mit intrazerebraler Pathologie, mit akuten Schockzuständen in der Erstversorgung, Bauchlage bei ARDS-Patienten oder Patienten mit drohender Hypoxie. Und wir haben auch eine ganze Reihe von Patienten, wo uns die Chirurgen bitten, dass die Patienten eine Zeit lang ruhig liegen. Führend ist da bei uns die Thorax- und die Kieferchirurgie. Das ist ein Fall, Patienten mit einer Trachealruptur nach Trauma, auch das ist schon 2010 von Peter Secke mal beschrieben worden, ein ähnlicher Fall, wo eine Trachealversorgung stattgefunden hat und die Patientin anschließend mit volatilen Anästhetika sediert wurde. Und wir haben recht emsige Kieferchirurgen, die große freie Lappentransplantate machen und danach uns bitten, dass wir die Patientin möglichst eine ganze Weile nicht bewegen lassen. Sie machen auch so Gadgets wie extrakorporale Perfusion von Lappen, die dann mittels Bypasskanülen, wie Sie es auf dem oberen Bild sehen, die Lappen perfundieren sollen. Sie können sich vorstellen, dass die Patienten sich nicht sehr bewegen sollten. Da sehen wir tatsächlich noch Indikationen für eine Sedierung. Wenn wir nun eine tiefe Sedierung machen sollen, dann gibt es natürlich die klassischen Substanzen, die Benzodiazepine und das Propofol. Sie alle kennen diese alten Kurven, die Ihnen die Halbwertszeiten zeigen. Wo sind meiner Meinung nach Benzodiazepine indiziert? Wir benutzen sie, wenn tatsächlich eine Amnesie für schmerzhafte Prozeduren erwünscht ist, bei Patienten mit Krampfanfällen, in der Zusammenschau mit unseren Toxikologen bei der Alkoholentzugbehandlung, bei kurzfristig nicht beherrschbaren Zuständen, wobei wir dann gerne auf das Sedalam-Lorbendazepam zurückgreifen, weil es keinen aktiven Metabolismus hat. Und wir benutzen Midazolam nur noch in der Palliation. Deshalb kommen wir jetzt zum Thema 2, die Perspektive der inhalativen Sedierung. Da bieten sich natürlich drei, sage ich mal, relativ neuere Medikamente an, Isofluran, Sevoflurane, Desfluran, die Sie alle kennen, wenn Sie in Anästhesie arbeiten. Sie finden auch eine Erwähnung in der Leitlinie momentan. Sie finden allerdings nur eine Erwähnung für Patienten, die tracheotomiert sind oder die über einen Tubus verfügen. Das geht natürlich wegen der Raumluftverunreinigung nicht anders. Und zusammen mit der Firma Sedana arbeiten wir und verschiedene Kollegen an der Vermeidung dieses Off-Label-Status. Das heißt, es wird eine
Deutschland eine Zulassungsstudie geben in nächster Zeit, wo wir versuchen, das auch für die Intensivstation als Sedierung zu implementieren. Was sind die Vorteile der inhalativen Sedierung? Natürlich das schnelle An- und Abfluten, keine Toleranzentwicklung, keine Entzugssymptomatik, Elimination, unabhängig vom Körpermetabolismus, keine aktiven Metaboliten. Wir haben gute Nebeneffekte wie Bronchidilation oder antikonvulsive Effekte. Herr Bösel aus Heidelberg hat zum Beispiel einen Fall veröffentlicht einer Patientin mit einer NMDA-Rezeptorenzephalitis, die sie über 4 Monate hinweg mit Isofluran sediert haben und die Patientin ohne große neurologische Defizite wohl die Klinik verlassen hat. Insofern scheint sich das auch darzustellen. Wir haben natürlich auch ein paar Nachteile. Wir haben eine zerebrale Vasodilation, abhängig vom Anflutgeschwindigkeit und von der Maximaldosierung. Wir haben theoretisch eine Hirndrucksteigerung und natürlich eine dosisabhängige Hypotonie. Das sind aber alles Dinge, die wir möglicherweise beim Propofol sehen wir das genauso. Das Risiko der malignen Hyperthermie ist natürlich singulär für diese Patienten, die mit Gas sediert werden. Und deswegen gibt es bei uns auch immer wieder Schulungen und Vorhaltung von Dantrolen. Aber ich glaube, genauso wie Propofol-Infusionssyndrom nicht häufig auftritt, wird die maligne Hyperthermie auch eher eine Rarität bleiben. Man kann diese Substanzen sehr leicht titrieren. Wir haben tatsächlich im Gegensatz zu allen anderen Medikamentenspiegeln, können wir es messen. Wir haben die Möglichkeit bei uns an jedem Bedside-Platz über ein Gasmonitoring dieses zu betreiben und auch zu messen. Wir haben gute Korrelation zu den zerebralen Gaskonzentrationen und wir können das damit deutlich besser steuern als jedes andere IV-Medikament. Was sind theoretische Nachteile bei der Implementation solcher Systeme? Sie brauchen ein Equipment, das heißt, Sie müssen entweder ein Anaconda oder ein Myra-System benutzen. Sie brauchen eine Gasabsaugung oder einen Absorber zusätzlich. Sie brauchen ein entidales Gasmonitoring, dass wenn Sie nicht in Ihre Monitoranlage integriert ist, mit einem Standalone-Gerät leisten müssen. Dann geben die Firmen vor, ein minimales Tidalvolumen von 300 bis ungefähr 300 Milliliter. Warum ist es so? Weil Sie durch zum Beispiel den Anaconda-Filter einen etwas größeren Totraum haben. In facto, in Praxis ist es so, dass aber zum einen ein kleiner Filter von Anaconda jetzt die Tage auf den Markt kommt und dass wir festgestellt haben, auch im Rahmen des Einsatzes mit ECMO oder besonders lungenprotektiver Beatmung, dass auch bei kleineren Tidalvolumina es zwar länger dauert, bis genug Anästhetikum aufgenommen wird und auch länger dauert, vielleicht bis es wieder abflutet, aber dass es durchaus benutzbar ist. Bei uns findet es Anwendung, vor allem bei polytoxikomanen Patienten, nach Reanimationen, bei neurologischen Erkrankungen, in der Sepsis, bei Polytrauma, ARDS, also eigentlich alle Patienten, die man sich so auf der Intensivstation vorstellen kann. Es gibt eigentlich keine Ausschlussgründe. Das Gleiche gilt für immer schwer sedierte Patienten, wo sie dann morgens reinkommen und sehen, da läuft wieder Midazolam und Ketamin und Propofol und Sulfentanyl und trotzdem ist man nicht zufrieden. Diese Patienten eignen sich ebenfalls sehr gut, das haben auch unsere Toxikologen erkannt und sind quasi uns gefolgt und machen das jetzt ebenfalls bei ihren schwierigen Patienten. Und wir setzen es auch gerne ein bei Patienten mit bronchopulmonalen Erkrankungen, bei der COPD, da haben wir häufiger diese Kombination. Da haben wir zwar dann einen erhöhten Atemwegswiderstand durch den Filter, der wird aber in der Klinik mehr als ausgeglichen durch die bronchodilatorische Wirkung der Inhalationsanästhetika. Wir haben aktuell jetzt einen Fall gehabt mit einer schweren COPD, wo wir relativ früh eine extrakorporale CO2-Elimination gegangen sind und es gleich kombiniert haben mit einer inhalativen Sedierung, um die Patientin auch eine Spasmolyse zuzuführen. Und das klappt, wie gesagt, auch bei Volumina um die 200 Milliliter sehr gut. Wie sieht die Technik dazu aus? Ganz kurz, für das Anaconda-System haben Sie Ihre handelsüblichen Isofluoranflaschen, Sie haben hier einen Filter, eine spezielle Spritze dazu und eine Zuleitung. Ich glaube, auf das Thema wird nach und nach eingegangen, deshalb möchte ich das ein bisschen kurz fassen. Was ist die Alternative? Die Alternative ist dieser Verdampfer von der Firma PAL, das Myra-System. Das hat den Vorteil, dass Sie es ebenfalls mit Desfluoran betreiben können. Das können Sie beim Anaconda-System nicht. Das können Sie nur mit Isofluoran oder Sevofluoran betreiben. Wer Desfluoran vernehmen möchte, braucht dieses Myra-System.
Wo sind die großen Unterschiede? Natürlich haben wir veränderte Auswaschzeiten. Und der große Vorteil vom Desfluran liegt in der Auswaschzeit, die deutlich kürzer ist als bei Isofluran und Sevofluran. Ob Sie das in der Intensivmedizin dringend brauchen, muss jeder für sich selber entscheiden oder ob man auch mit einer Stunde durchschnittlichen Auswaschzeit arbeiten kann. Ich denke ja. Zwei kurze Sachen zur Arbeitsplatzbelastung. Wir wollen natürlich keine Arbeitslastbelastung haben. Das heißt, wir haben auch Raumluftmessungen durchgeführt in der Anfangsphase vor einigen Jahren. Was ist uns am Anfang passiert? Beim Spritzen aufziehen aus dem Adapter ist natürlich mal ein Tropfen auf die Arbeitsfläche gekommen. Wir haben keinen Laminar Airflow in unserer Medikamentenzubereitung, sodass da immer mal wieder ein Tropfen verschüttet werden kann. Ja. Ansonsten haben Sie eine Arbeitsbelastung, wenn Sie diskonnektieren. Da wir aber nur geschlossene Absaugsysteme verwenden, haben wir in dem Fall keine Umgebungskonfirmation. Die Dosierung können Sie relativ gut einstellen. Bei Mirus-Systemen entweder direkt über die Einstellung der gewünschten Konzentration. Bei der Anaconda müssen Sie halt aus Laufrate und enterale Gasmessung sich Ihren Wert finden. Ist aber auch ganz einfach. Es ist relativ kostenneutral, auch wenn Sie keine Abbildung im DRG-System haben. Wenn Sie es vergleichen mit Ihrer Standard-IV-Sedierung, kommen Sie ungefähr auf die gleichen Werte. Was können wir dadurch erreichen? Wir können in der Regel die Co-Medikation beenden oder deutlich reduzieren. In der Praxis sind die Patienten mit inhalativer Sedierung plus einer Schmerztherapie mit Sulfentanil beispielsweise sehr gut führbar. Die Sedativa setzen wir alle ab, erst einmal, und nur wenn wir dann merken, zusätzlich wir brauchen noch etwas, dann fangen wir wieder an, zum Beispiel mit Dexmedetomidin. Es ist natürlich jetzt so, dass wir unter inhalativer Sedierung eine schnelle Unterdrückung der kortikalen Zentren haben. Das heißt, wir haben diesen wachen, kooperativen Patienten haben wir nicht mehr. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Wir sind ja jetzt bei den Patienten, die wir tiefer sedieren wollen. Nicht mehr bei den Patienten, die eine leichte Sedierung haben wollen. Und was machen wir da praktischerweise? Wir gucken auf den Hustenreflex. Das heißt, wir wollen, dass die Patienten unter inhalativer Sedierung spontan atmen und wir wollen einen erhaltenen Hustenreflex. Immer wieder zum Vergleich, wir sind jetzt bei den Patienten, die wir tiefer als minus 3 sedieren wollen. Das Aufwachverhalten geht relativ schnell. In dem Moment, wo Sie das Anästhetikum abschalten und den Filter entfernen, wachen die Patienten relativ kontrolliert und schnell auf. Wir haben aber ähnlich, wie Sie es vielleicht aus dem Anästhesiebetrieb kennen, in der Übergangsphase Agitationen. Und die federn wir ab, indem wir während der Reduktion des Anästhetikums bereits anfangen, die Patienten mit Dexmedetomidin zu behandeln. Sodass wir da versuchen, relativ fließende Übergänge zu haben und aus dem sedierten Patienten einen ansedierten, kooperativen Patienten zu machen. Hier eine Arbeit, die nochmal zeigt, dass unter inhalativer Sedierung die Aufwachzeiten doch planbar sind, während das mit Propofol und Midazolam im Mittel nicht gelingen kann. Gleichzeitig haben wir lustigerweise in dieser Arbeit gesehen, dass man unter Sevofluran auch nur noch ein Drittel bis Viertel der Opiatkonzentration gebraucht hat, die man bei der Sedierung mit Propofol und vor allem mit Midazolam zusätzlich benötigt hat. Das heißt, auch hier ist eine deutliche Reduktion des Schmerzmittelverbrauchs eingetreten. Das brauchen wir. Wir haben immer wieder Patienten aus der Kieferchirurgie, aus der HNO, wo man schwierige Atemwege nicht nur beim Einleiten hat, sondern auch bei der Extubation. Und darum machen wir das natürlich am liebsten zu Tagzeiten. Und deshalb brauchen wir gut steuerbare Aufwachzeiten. Es hilft nichts, wenn wir die Sedierung ausschalten und der Patient dann um Mitternacht endlich wach ist und dann wieder sediert wird, dass man am nächsten Morgen unter guten Bedingungen extubieren kann. Auch das sind Patienten, die davon profitieren, dass sie eine steuerbare Sedierung bekommen. Und zum Schluss gibt es eine relativ auch neue Arbeit vom letzten Jahr von Herrn Belgard, der gezeigt hatte, wenn man Patienten mit inhalativen Anästhetika sediert, im Vergleich zu Propofol Midazolam, sich auch hier ein Überlebensvorteil in der Einjahresüberlebensrate ergibt. Warum das so ist, ist er in der Arbeit noch nicht eingegangen und vielleicht kann man auf die Arbeit auch noch nicht eingehen, warum das so ist. Tatsache ist aber, dass deutlich weniger Patienten in der Inhalationsgruppe verstorben sind. So dass ich zum Schluss komme. Was sind die Nachteile? Damit will ich anfangen. Die sind relativ überschaubar.
die Hypotension, ein schnelleres Aufwachverhalten, das man ein bisschen vielleicht abfedern muss durch A2-Agonisten, ein größeres Totraumvolumen, das bald Geschichte ist, ein etwas erhöhter Atemwegswiderstand, der durch die Bronchodilatation der Inhalation Anästhetika ausgeglichen wird und vielleicht bei der längerfristigen Sevofluran-Applikation eine Fluoridakkumulation. Kontraindikation, die einzige Kontraindikation für uns ist die maligne Hyperthermie, wenn der Patient das weiß. Es ist mir in den letzten 20 Jahren ehrlich gesagt noch nicht untergekommen, dass ein Patient mit einem maligen Hyperthermie kam in unser Haus. Das mag woanders anders sein, ich kann jetzt nur für unser Haus sprechen. Kaffundichtigkeiten und solche Dinge wie offene Lungenverletzungen, die machen eine Umgebungskontamination klar, das ist nicht erwünscht, das sind relative Kontraindikationen. Dagegen stehen eine Fülle von Vorteilen, wie nämlich eine gute Steuerbarkeit bei schnellem Wirkeintritt, schnelles An- und Abfluten, eine völlig organunabhängige Elimination, keine Abhängigkeit und keine Toleranzentwicklung und geringste Beeinträchtigung der Organfunktion. Und vielleicht ist die Pflege froh, manchmal gibt es einen freien ZVK-Schenkel deswegen. Das ist das einzige Anästhetikum, wo Sie die Sedierung am Monitor ablesen können. Sie haben ein gut steuerbares Weaning. Sie haben zusätzlich zu dessen, wir wollen ja eigentlich keine Sedierungspause, weil wir eigentlich nicht sedieren wollen. Trotzdem können Sie, wenn Sie das nutzen wollen, beim täglichen Systemwechsel immer noch mal Ihre Sedierung unterbrechen und da noch irgendwelche Maßnahmen einpflegen. Sie können Extubationen planen. Sie haben kein Koma und keine erhöhte Inzidenz an die Lier. Und es gibt, vielleicht geht Professor Kehl noch darauf ein, einige Hinweise auf organprotektive Eigenschaften und Outcome-Verbesserung. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.